BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die EHEC-Infektionen im Land flachen etwas ab. Laut Gesundheitsministerium gibt es seit gestern 4 weitere registrierte EHEC-Infektionen. Dazu kommt ein neuer Fall mit der schweren Huskomplikation. Indessen klagen vor allem Gemüseerzeuger über teils dramatische Umsatzeinbrüche und sprechen von Millionenverlusten. Zum Stand der Dinge haben wir uns heute beim Landesbauernverband in Stuttgart, aber auch auf einem typischen Wochenmarkt umgehört. Reutlinger Wochenmarkt. Hier spielte die EHEC-Krise, die landesweit zu teils scharfer Kaufzurückhaltung führt, bisher keine allzu große Rolle. Die regionalen Gemüsehändler sehen bis auf Ausnahmen keinen drastischen Umsatzeinbruch bei Gurken, Tomaten oder beim Salat. Bei den Hauptartikeln, Gurke, Tomaten, Salate, merke ich nichts. Also ich merke es jetzt vom Umsatz her nicht. Ne? Aber es liegt daran, dass wir schon seit 7 Jahren nur regionales Gemüse haben, direkt vom Erzeuger. Dennoch, auch die Kunden in der Region sind vorsichtiger bei der Auswahl ihrer Tomaten, Gurken und Salate geworden. Verärgert sind die Händler in Reutlingen über das Krisenmanagement der Bundesregierung. Sie befürchten, dass ihre bäuerlichen Zulieferer vor dem Ruin stehen. Da werden Existenzen vernichtet wegen irgendwelchen Vermutungen. Das sieht die grün-rote Landesregierung anders, wie heute bei der Mitgliederversammlung des Landesbauernverbands in Stuttgart. Ich wundere mich etwas über Teile der öffentlichen Diskussion, wo Leute, die offensichtlich wenig Einblick haben in die intensive Arbeit, die viele Behörden da jetzt leisten, da jetzt mit Schnellschüssen kommentieren. Die Behörden in Bund und Ländern arbeiten intensiv zusammen. Es gibt tägliche Absprachen, täglichen Informationsaustausch. Da gibt es vieles, was man im Einzelnen noch verbessern kann. Aber wir haben ein funktionsfähiges System hier in Deutschland. Der anfängliche Verdacht, dass rohes Gemüse für EHEC-Infektionen in Frage komme, rechtfertige die Behördenwarnungen. Ganz anders die Landesbauern. Sie verweisen auf Umsatzeinbrüche von bis zu 80% und finden das Krisenmanagement mangelhaft. Warnung ja, aber nicht Warnung in der Art und Weise. Bei allem Verständnis für das Leid und Schicksal, das hier Menschen erlitten haben, habe ich kein Verständnis dafür, dass man generell vor dem Verzehr von Gurken, Tomaten, Salat warnt. Durchaus erfreut sind Landes- und Bauernverbände aber über die versprochenen EU-Gelder. 210 Millionen Euro bietet die Europäische Union den betroffenen Landwirten, um die Krise wettbewerbsfähig zu überstehen. Im Reutlinger Stadtteil Rommelsbach ist gestern das neue Robert-Bosch-Zentrum für Leistungselektronik, RBZ, eröffnet worden. Ein deutschlandweit einzigartiges privat-öffentliches Kooperationsprojekt des Automobilzulieferers Bosch, der Universitäten Reutlingen und Stuttgart sowie dem Land. Hier sollen bald Studenten im Bereich der Mikro- und Leistungselektronik unter Anleitung von 5 Professoren als zukünftige Elektroingenieure lernen und forschen. Mit dem Projekt sollen Wissenschaft, praktische Anwendung und industrielle Produktion verzahnt werden. In einem Bereich, den Experten beim Ringen um die besten Hightech-Produkte der Zukunft für Regionen, Länder und Unternehmen für elementar halten. Auf dem Gebiet der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien spielt das Thema Leistungselektronik eine große Rolle. Es sind aber auch Gebiete, auf denen noch viel erforscht werden muss. Wir versprechen uns davon auf der einen Seite Forschungsergebnisse im Bereich der Grundlagenforschung, aber auch hochqualifizierte Bewerber. Auch das Land, das sich mit rund 20 von insgesamt 32 Millionen Euro an der Kooperation zwischen Unis und Unternehmen beteiligt, will, dass es bei der Entwicklung zukunftswichtiger Technologien und Produkte wie Mikroprozessoren und Leistungselektronik vorangeht. Denn alleine werden die Unternehmen es nicht stemmen können und die Hochschulinstitute und Forschungseinrichtungen sind darauf angewiesen, dass sie den direkten Technologietransfer Richtung Produkte, Richtung Unternehmenswelt organisiert bekommen. Umgekehrt übernehmen Unternehmen wie Bosch für Universitäten und Land bei den Kooperationen Teile der teuren Ausbildung und Bildungskosten, die die finanzklammen Länder selbst nur sehr schwer stemmen könnten. Deswegen bleibt es den Hochschulen nichts anderes übrig, als sich darum zu bemühen, auch von dritter Seite, also insbesondere von der Industrie, Unterstützung nachzusuchen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.